Die Reihenfolge unseres Vorgehens ist dabei klar. Auch das wird nicht ganz einfach sein, das immer einzuhalten. Ein Abkommen über das zukünftige Verhältnis mit Großbritannien können wir erst schließen, wenn alle Austrittsfragen zufriedenstellend geklärt sind. Das bedeutet also, je schneller die britische Regierung zu konstruktiven Lösungen bereit ist, desto eher können wir uns auch mit ihrem Wunsch befassen, bereits während der Austrittsverhandlungen auch über das zukünftige Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union zu sprechen. Aber zuerst müssen wir wissen, wie sich Großbritannien die zukünftigen Beziehungen mit uns vorstellt. Aber es wird, und deshalb kann und wird es nur in dieser Reihenfolge gehen, nicht umgekehrt. Und genau auf diese Reihenfolge werden wir als 27 achten und bestehen. Ohne Fortschritte bei den vielen offenen Fragen des Austritts, inklusive der finanziellen Fragen, macht es keinen Sinn, parallel schon über Details des zukünftigen Verhältnisses zu verhandeln. Die Europäische Kommission mit Jean-Claude Juncker an der Spitze und ihrem Chefverhandler Michel Barnier hat diese Haltung auch wieder und wieder deutlich gemacht. Jean-Claude Juncker war gestern gerade noch einmal in Großbritannien zusammen mit Michel Barnier und hat es auch dort noch einmal vorgebracht. Und dafür hat die Kommission die volle Unterstützung der Bundesregierung. Klar ist außerdem, ein Drittstaat, und das wird Großbritannien sein, kann und wird nicht über die gleichen Rechte verfügen oder womöglich sogar besser gestellt werden können als ein Mitglied der Europäischen Union. Auch darüber sind sich alle 27 Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen einig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht denken Sie, dass das ja eigentlich Selbstverständlichkeiten sind. Doch ich muss das leider hier so deutlich aussprechen, denn ich habe das Gefühl, dass sich einige in Großbritannien darüber noch Illusionen machen. Das aber wäre vergeudete Zeit. Und selbstverständlich muss es auch im zukünftigen Verhältnis zwischen Großbritannien und der Europäischen Union wieder ein ausgewogenes Verhältnis von Rechten und Pflichten geben. Wenn Großbritannien hierzu bereit ist, dann sollte einer engen und langfristigen Partnerschaft mit der Europäischen Union allerdings nichts im Wege stehen. Wir als Europäische Union streben jedenfalls gute, enge und vertrauensvolle Beziehungen zu Großbritannien an. Und wir haben auch ein Interesse an einem prosperierenden und erfolgreichen Vereinigten Königreich. In einem Wort, wir werden die Verhandlungen fair und konstruktiv führen, und genau das erwarten wir auch von der britischen Seite. Unser Ziel wird immer sein, das beste Ergebnis für Europa und für seine Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. So werden wir als EU der 27 die Gespräche führen, und so werden wir sie dann hoffentlich auch erfolgreich beenden können.